Vom Grundkonzept sind Frauenfüße eigentlich nicht anders als Männerfüße. Natürlich ist der Größenspiegel ein anderer. Bei Frauen ist beispielsweise eine 42 eine große Schuhgröße, während bei Männern eine 42 eher eine kleine Schuhgröße ist. Bei einer gleichen Größe ist der Frauenfuß meistens etwas schlanker. Und deshalb haben wir vor ein paar Jahren dann auch eine eigene Serie für Damenfüße reingebracht, wo die Formen dann auch abgeändert sind und wo man einfach viel mehr auf den, besonders den Damenfuß dann eingeht, damit die Frauen besser reinpassen. Was haben wir gerade gesagt? Was wollte ich sagen? Thank you.